bin Andi und wir sind Peppermint on Tour. Stolpert, bist du weg, Alter. Also das hätte man nicht gedacht, dass wir hier so eine Oase sehen. Und wir fahren jetzt hier runter, hier drüben die Straße lang. Und dann haben wir da einen Stellplatz uns rausgesucht unter Palmen. Sind wir mal gespannt, wie der aussieht. Ja, mal gerade angehalten hier. Ihr habt ja die Oase gesehen, das sind Dattelpalmen. Und auch hier wurde uns gerade gesagt, wir haben ein Problem mit Wasser. Derzeit sehr wenig Wasser. Es müsste halt dringend mal regnen. Anschlag verwandelt sich jetzt gerade. Cool. Perfekt, Monsieur. Das passt zu deinen blauen Augen. Das erste Mal ein Kamelschild, das wir gesehen haben. Aber ihr habt es ja gerade gesehen, wir haben alle einen Turban aufgekriegt, Angela und ich. Angela wurde noch ein bisschen schicker angezogen. Total nett. Haben wir natürlich gleich was gekauft, ganz klar. Ja, ich wollte ja so ein Tuch haben. So ein wunderschönes Tuch, also richtig schön. Und jetzt. Überhaupt nicht aufdringlich. Nein, überhaupt nicht. Und jetzt fahren wir runter hier in die Oase. Also diese Oase hier ist ein Traum. Wir haben das hier ja auch aus Zufall jetzt gesehen und sind also vor der Sahara hierher gefahren. Und das gefällt uns hier richtig gut. Unser
Navi hat uns gerade verlassen. Wir sind vorbeigefahren. Jetzt mussten wir nochmal zurückfahren. Ja, aber wo soll es denn noch runtergehen? 650 Meter. Da vorne geht's runter. Da, wo die stehen. Nein, da nach 500 danach. Metern, nach 500 Metern links abbiegen. Ich glaube, wir sind falsch. Nein, wir sind richtig. Hier geht's links runter. Genau, perfekt. Hier rein. Links abbiegen, links abbiegen. Jetzt kriegen wir es in Stereo hier. Rechts und links. Perfekt. Und da unten ist irgendwo unser Stellplatz. Guten Morgen. Wir sind hier auf dem Campingplatz Tisiert in der Zitzschlucht. Das ist eine Oase hier unten, voller Dattelpalmen, wie ihr seht. Das ist ein kleiner Campingplatz, hat aber alles, was man braucht, sogar Internetanschluss. Und jetzt gehe ich mal nach draußen und zeige euch mal ein bisschen was von der Umgebung. Nochmal ganz kurz hier den Eingang. Hier rechts unten ist ein Spielplatz. Links kann man Tee trinken, wenn man möchte, oder was essen. Und da befinden sich dann auch die Sanitäranlagen. Jetzt gehen wir mal ganz kurz hier raus. Hier kann man auch ganz gut mit dem Hund spazieren gehen. Das Panorama ist natürlich hier atemberaubend. Nur regnen darf es nicht, glaube ich. Wenn es hier regnet, kannst du, glaube ich, hier nicht mehr laufen. Sehr sandig. Und hier zwischen den Palmen wird das Land bewirtschaftet. Das haben wir also auch schon vom Fahren hierher gesehen. Also ganz anders, als wir uns das vorgestellt hatten. Wir hatten gedacht, man könnte hier zwischendrin laufen. Also da sind nur einzelne Wege. Das ist hier sehr schön. Jetzt schaut euch das mal hier an. Voller Palmen. Wunderschön. Vom Stellplatz aus kann man hier so ein bisschen in die Oase reingehen. Das ist hier das Bewässerungssystem, was man hier vom Boden sieht. Ich hatte ja schon berichtet, dass hier es sehr wenig geregnet hat die letzten Jahre. Es ist also weniger Wasser da, was natürlich für so eine Oase dann kritisch werden kann. Ne? Hier sieht man auch die Flächen, die bebaut werden. Auch hier auf der anderen Seite wird alles genutzt. Vor allem die Dattelpalmen sind riesig. Ali ist hier sehr nett, habe ich gerade kennengelernt und holt gerade Schlüssel, weil wir jetzt auch gleich bezahlen wollen, denn wir wollen ja in die Sahara fahren. Jetzt muss ich erstmal die Datteln zurückbringen. Haben sie erstmal Datteln gegeben zum Probieren. Vielleicht holen wir uns welche. Mal sehen. Wir fahren heute nach Merzouga in die Sahara. Wir sind schon mal hier auf die Düne gespannt. Das wird bestimmt richtig cool. Vor allem Elmo liebt ja Sand. Und da hoffen wir mal, dass er richtig rennen kann. Das ist hier ein bisschen schwierig, denn auch hier gibt es Hunde. Das haben wir gestern Abend gesehen, da muss man ein bisschen aufpassen. Aber ansonsten, jetzt gefällt es uns richtig gut. Wir freuen uns auch jetzt auf die Tour hier. Wir haben einige Punkte, die wir noch abfahren wollen. Und das wird bestimmt richtig toll. Wir nehmen euch natürlich mit und wünschen euch viel Spaß.
verlassen wir langsam die Oase. Jetzt haben wir gerade unsere Piste verpasst, wo wir hier ins Gelände wollten. Jetzt müssen wir nochmal zurück. Ich hoffe, ich finde mal das. Dass das zu ist. Ja, dann müssen wir wieder drehen, wenn wir da nicht hochkommen. Müssen wir mal gucken. Weil da liegen Steine davor, wo man hätte reinfahren können. Ja, ist noch weiter. So, jetzt langsam. Jetzt geht es hier rechts rein gleich. Das ist die Piste hier rechts. Das ist so. Das ist die Piste. Siehst du sie da? Soll ich da fahren? Guck mal da hin. Dann müsstest du da mal dein Allrad reinmachen, Anna, ha? Ja. Gucken wir erstmal. Komm! Aber hier aufpassen. Das ist uns doch ein bisschen zu steinig hier. Und wir fahren wieder zurück und fahren einen anderen Trail. Ihr seht ja hier, wie steinig das ist. Wieso unsere andere Piste? Wir haben keine Lust, unsere Reifen kaputt zu fahren. Und der Sand hier, der ist schon sehr fein teilweise. Die Angela haut ab. Der hat keine Lust mehr. Also langsam verändert sich hier die Landschaft. Und der rote Sand kommt da langsam durch. Überall. Ich würde mal sagen, hier neben sind die ersten kleinen Mini-Dünchen. Ja, würde ich auch sagen. Was hast du gerade gesagt, Anna? Ich habe gesagt, die laufen hier alle mit Pelzmützen rum. Aber es ist natürlich auch wahnsinnig kalt. Ja. Es sind nämlich nur 20 Grad. Ja, das ist krass, oder? Dick angezogen. Wahnsinn. Ah, dann machen wir nach vorne. Und das hier ist ein beliebtes Transportmittel. Kutsche. Einkaufen gehen überall. Guck mal, wie schön. Ja. Willst du einkaufen gehen? Dem Straßenverlauf von R702 noch 43 Kilometer folgen. So. Und jetzt einfach geradeaus. Was für ein Gebusel das eben war. Ja, das hätten wir aber nie so. Wie eine Studentenstadt, gell? Ja. Ja, krass. Da ist schon was los eben. Was wir auch nicht wussten, dass es hier so viele Fossilien gibt. Ich hatte das schon gelesen, aber dass es so viele Anbieter hier auch gibt. Hier, man sieht es hier dauernd am Straßenrand. Ja, überall. Die Touren anbieten. Dann fahren wir hier mitten in der Wüste und dann kommt dann hier unten so ein Absatz.
Und die Angela wollte da drüber fahren. Nein, das ist uns zu risikoreich. Das machen wir nicht. Wir können nämlich auch außen rumfahren. Also machen wir das jetzt. Die Angela fährt jetzt gerade rechts. Gerade rechts. Also entweder fahre ich gerade oder rechts. Ja, ja. Unser kleiner Speedy Gonzales. Gas geben. Sand. Lauter Kamelfüße, wo seid ihr denn, ihr Kamele? Wegen euch fahre ich hier rum. Die Kamele? Hallo, Kamele! Und auf jeden Fall kommt jetzt die Düne immer näher. Und da hinten beginnt die Düne. Ich muss sagen, die Dori macht sich richtig gut hier in der Wüste. Hat richtig Spaß. Sind wir gerade mit der Dori mal schön durchgefahren hier. Habt ihr ja gerade gesehen. Richtig Spaß gemacht. Und ich würde sagen, gell, wir fahren jetzt auf unseren Stellplatz, oder? Ja. Okay. Gute Fahrt hier so durch. Nicht mal weit von der Straße und dann können wir dann auch direkt hinfahren. Und die Ala kann es nicht lassen. Und schon wieder Offroad. Aber das ist Offroad für sanfte. Das ist Offroad Light. Oder so. Aber es sieht einfach so schön aus und deswegen haben wir gedacht, fahren wir nochmal hier rein. Wo ging das da lang, wo du da gesehen hast? Hier. Hier rechts? Ja. Na, dann machen wir mal. Ein einfaches Leben hier. Das sind die Straßen hier. Okay, wenn du hier durchfährst, bist du direkt an der Düne. Na, das ist ja mal hier cool.